Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Euro Truck Simulator. Heute am Steuer Ronny Bartmann. Das bin ich. So. Immer noch Level 31. Ei, 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 ei. Dabei fahren wir doch schon ordentliche Strecken. Ja gut, ich meine, um wirklich Level zu schürfen, müsst ihr wirklich Strecken fahren, wo wir von einem Punkt der Map, also von der einen Seite, zur komplett anderen Seite fahren. Müssen wir immer wieder machen. So mal einfach mal richtig lange Strecken. Nee, das da wollte ich. Was? Also, nevermind. Nevermind. Achtung, wird hell. Aha. Fertig zum Losfahren. So, wollen wir mal jetzt gucken, wie geht's eigentlich? Wir haben 21 Fahrer, das klingt komisch. Wir haben 22 LKW, das klingt richtig, weil wir haben ja zwei. Ich glaube, als nächstes wollten wir uns erstmal einen LKW, also sparen für uns einen LKW, ne? Ja, können wir wahrscheinlich sogar noch diese Folge machen. Alles gut. Wenn wir schon mal hier sind. Werde gerade von Auflieger. Oh mein Gott, Alter. Von was bin ich da gerade Zeuge geworden? Digga, was machen die da vorne? Ist das schon Road Rage oder was? Das sieht ja, Alter, ist. Also wenn das kein Brake-Testing ist, dann will ich auch nicht. Oh, Alter, apropos Brake-Testing. Jetzt reiß mir! Es gibt hier Krieg, Achterbahn. Du, weg mit dir. Danke. Oh, jetzt wird hier jetzt gehört auch der Autobahn mir. Könnt ihr mich alle mal. Mit euren verrückten Fahrweisen. So, fährt man 80, mein Freund. Du mit der mäßigen Scania. Kauf dich mal einen Motor.
demnächst rechts abbiegen. Kreisverkehr, erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Immer geradeaus. Das ist ja cool. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Neue Route finden. Biege nach rechts ab. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Hast du auf die Fahrt gebremst? Wir sind heile angekommen. Yeah. So, 164.000. Ist jetzt die Frage. Wollen wir das gleich schon in den LKW? Ich glaube, wir müssen erstmal. Ich würde gerne erstmal nochmal pennen gehen. Dann kriegen wir nochmal ein bisschen Money. Problem ist nur, hier gibt es keinen Schlafplatz. So wirklich? Ne. Hier gibt es gar nichts zum Schlafen. Super. Hier hinten gibt's was. Na, hier könnte ich tatsächlich hinfahren. Bei meinem privaten Spielstand habe ich jetzt sogar diese Garage. Aber wir können zumindest schon mal hier, ja, wo eigentlich? Aber wir fahren erstmal in diese Richtung, also nach da. Auf geht's. Oh, ein Zug. Oh, das ist ja ein schön alter. Ey, schau mal, ich hab den alten gesehen. Voll witzig. Cool. Jetzt noch auf die Scheiße hier. Warte mal. Alter. Wieso steigen wir aber auf? Wie brave Bürger blockieren die gesamte Straße. So, Kameras bereit, Leute. Now they say I'm on. I can finally say I'm up now. I'm up now. 20,000 on.
Geh die Schranke auch mal zu. Ah, boah. Digga. Die schnellste Schranke meines Lebens, Alter. Der wird davon erschlagen. Die Frage ist, wo kommt der Zug? Ach da. Oh, schade, das ist ein neuerer Zug. Ah, ich hatte gehofft, das ist auch wieder so eine schöne alte Lok. Naja. Also war jetzt nicht so begeisternd. Oh, ab wieder schnell zurück zum LKW. Warum so langsam, Leute? Komm ich hier durch? Bestimmt nicht, weil... Ah, schön eng. Ey, jetzt... Tu mal nicht so, als hätte ich dich getroffen. Immer diese Drama-Queens. Als ich sehe, sagt sie mir, ich soll die AfD wählen. Natürlich blockiert wieder auch wieder jemand die Straße. Man kennt es nicht anders. Immer diese Flexibus-Fahrer. Immer geradeaus. Okay. Jetzt kommt das Arbeitsagentur. Hat sich einmal gar nicht gelohnt. Bäh, was kriegen wir da?
direkt noch mal pennen gehen. Ah, der ist dunkel. Was? Bin ich müde? Deine Mutter ist nicht müde. Gut, dann, die Frage ist, sind so LKWs? Ich glaube, ich sicherheitshalber nehme ich mir noch mal einen kleinen Kredit. Mal schauen. Weil ich glaube nicht, dass wir für 250.000 einen voll aufgemotzten LKW bekommen. So, LKW-Händler. Natürlich. Oh, Selection of. Achso, ja. War gerade eine Meldung wegen unserem, dass wir auch gebrauchte LKW kaufen können. Aber nö. Wollen wir nicht. Wir wollen einen wunderschnieken, nagelneuen LKW. Jetzt muss ich mal gucken. Ja, genau. Ist ja, ja, so. So. Was wollen wir? Wir wollen natürlich XL. Wir wollen, ich überlege, wollen wir uns einen Vierachser oder einen Zweiachser? Ich glaube, wir wollen erstmal einen Zweiachser. So, sind natürlich 57 PS, keine Frage. Und siehst du, eigentlich können wir. Wir nehmen einfach eins von unseren LKWs als Grund vor Dings da. So, den hier zum Beispiel. So. Ach, den haben wir ja nicht aufgerüstet. Lol. Tja. Kollimeter kostet schon 270. Scheiße. Ich habe jetzt eine Ruhe. Würde ich fast sagen, nö. Ich glaube, wir bleiben bei dem. So, noch ein Kopf. So, mal wieder unsere Blicklämmchen. Achso, die gibt es bei dem Global Trotter gar nicht. Ah, also bei dem XL meine ich jetzt so. So, alles andere bleibt. Genau. Getriebe haben wir nämlich hier auch schon. Hier können wir gucken. Ah, nee, halt. Hier können wir gucken, ob wir hier mal ein paar andere Sachen nehmen. Hier hätte ich zum Beispiel mal gerne das Ding. Mal gucken, was denn noch sowas. Ne, mittlerweile gibt es ein paar, also gab es ein paar Updates. Mal gucken, was hier so mittlerweile so für neue Sachen gibt. Spielhöhle. Nö, gut, da bleib ich bei dem. Hier haben wir unser Tablet. Auch sehr schnieke. So, das Wichtigste ist Lackierung. Ich wollte mich mal hier ein mit diesem Lines of Reflection. Das Ding. Wollte ich mal LKW basteln. Fühle ich irgendwie gar nicht so sehr. Ich glaube, wir lassen es erstmal mit dem LKW. Ja, das kann ich machen. Irgendwie fühle ich das gerade nicht wirklich. Ich weiß nicht warum, aber ich glaube, wir gucken mal lieber bei unserem LKW, was wir da eher aufrüsten können. Das heißt, wir fahren mal mit dem zu einer naheliegenden Werkstatt, die ja rein zufällig direkt da vorne ist. Wobei ich fast sagen würde, na gut, weiß nicht, muss ich das noch in der Folge, mach ich lieber in der nächsten Folge. Da wird die Folge jetzt aber sehr kurz. Aber wir können jetzt mal den Auflieger machen, da gibt es wahrscheinlich nicht so viel zu machen. Los, das ist dein Arsch, Kollege.
Aufleger-Konkurator. Bam. Ne, brauchen wir nicht. Wir brauchen vor allen Dingen das hier. Da können wir uns mittlerweile nämlich zum Beispiel hier mal leistungsstärkeres Ding holen. Hier bleibt alles so wie es ist. Ja. Und ich würde gerne hier auch diese Radkappen holen tatsächlich. Wo waren die jetzt? Ach ne, Quatsch, ich schon wieder. Hier und dann da. Ne, das wollen sie nicht. Das wollen sie auch nicht. Das machen wir. Bam. Haben wir, ja, wir haben unseren Jungfrau noch. Das war Vorlage anbinden. Genau. Also Sicherheitsmutter gönn einfach dazu. Oder Sicherheitsmutter, Abdeckungen, Dings. Gönn einfach dazu. So, hier hat sich bisher nichts geändert. Heute würde ich bei denen auf jeden Fall bleiben. Gibt's denn hier so? Gibt's hier kaum neue Anbauteile? Ich hatte irgendwie gehofft, dass es hier ein paar neue Sachen gibt, die man so machen kann. Nicht viel. Alles immer noch so wie früher. Ich glaube, hinten lasse ich frei. Ja. Beziehungsweise ich kann hier hinten ja mal so solche Sachen hin machen. So. Und hier so ein, da so ein Ersatzrädchen rein. Bam. Easy. Ja, ansonsten. Ich glaube, kann man so lassen. Ja, was man sich überlegen könnte, ist, dass man hier diese lackierten Boxen nimmt und die damit dadurch weiß sind. Aber natürlich, ne, rein technisch gesehen macht natürlich diese Dinger schon mehr Sinn, weil die halt viel mehr Stauraum haben, so. Ich find's halt schade mit diesem türkisen Hintergrund, dass es nicht so sich ins Gesamtbild einfügt. Vor allem hinten damals ja auch, von daher. So. Lassen wir es mal so. Was hat eigentlich die Wartung? Die sagt. Mal gucken. Nee. So, LKW-Konfigurator. Als allererstes, was vergessen? Oh, kostet ja gar nichts. Lol. Interessant. So. Nee. Fühle ich gar nicht. Tja, was jetzt vielleicht cool wäre hier solche Auspuffe, aber erstens haben wir ja hier oben diese zwei Straight Pipes und zum anderen haben wir dann weniger Blinklicht und ich will Blinklicht. Tja, gibt's echt kaum neue Anbauteile. Es kommt mir alles bekannt vor. Hatte echt ein bisschen gehofft, dass mittlerweile ein paar Versionen später es viele neue Sachen gibt, aber nichts, was mir jetzt hier ins Auge fällt. Hier gibt es ein paar neue Sachen. Ah gut, okay, nee, die definitiv alles abstrakt aus. Wir können mal gucken, hier diesen Ranger, das sieht vorbei, sieht auch nicht besser aus als das, was wir haben. Ne, nee, fühle ich gar nicht. Original gar nicht. Da haben wir schon LED. Puh, ja, nö. Gut. Gucken wir mal bei der Innenansicht. Eigentlich alles ganz cool aus. Gibt hier mittlerweile ein paar neuere Sachen? Ein paar schnicke Gimbals? Nee, auch nicht. Ist ja schon fast traurig. Was gibt's denn hier?
Ich meine, gut, könnte man das jetzt für Weihnachten machen, aber ganz ehrlich, da komme ich vielleicht auch schon ein bisschen spät. So. Aber das schon echt was Süßes ist. Diese Weihnachtssocke, die sind schon echt süß gemacht. Ist schon echt süß. Wow. Hängt einfach so ein Gronkh runter. Ne, fühle ich nicht. Ich glaube, der LKW so, wo er ist, ist auch schon schön. Achso, das muss ich machen. Okay. Wow. Warum können wir den nicht kaufen? Warum kann man den... Achso, ne, Iveco. Keine Ahnung, ob man den kaufen kann. Wahrscheinlich nicht. Ja, die ganzen Werbegeschenke hier. Antrieb für die Zukunft. Lolli. Ist das ein richtiges Hologramm? Wie geil ist das denn bitte? Das ist richtig ein 3D-Hologramm. Lol. Alter, wie geil ist das denn bitte? Das ist natürlich auch ein bisschen da. Da war schon krank. Holy shit. Why? Vor allem so klein, Digga. Was ist das bitte schon für Mini? Also. Ja. Für Kleinkind oder so. Problem ist, die LKW sind viel größer als die Auflieger. Das ist so H0-Modell und das ist aber schon definitiv größer als H0. Und dementsprechend passt es halt optisch. Jetzt hatte ich gesagt, ich stelle den LKW und einen Auflieger hin, aber passt halt nicht wirklich. Naja, gibt schon ein paar geile Sachen. Das Ding sieht auch sehr geil aus. Hat was. Aber ich glaube mal, ich bleib praktisch. Bei dem Handy. Haben wir sie überhaupt gekürzt? Nee, wir haben gar nichts. Wow. Ah doch, wir haben. Ja gut, okay. Naja, wenn ich das Warenkorb... Wetten, jetzt sind doch auch die Ratten mit... Achso, gut, okay. Naja, jetzt habe ich Escape gedrückt, jetzt sind sie jetzt so auf jeden Fall. Wollte gerade sagen, Wetten, jetzt sind die Ratmuttern zurückgesetzt. Aber gut. Wenn man aus dem Menü komplett rausgeht, dann auf jeden Fall. That's for sure. Na gut, ist das schnell gemacht. Nice. Na doch, der Leuchteffekt ist immer noch da. Man sieht die Dinger richtig leuchten. Ich mache mal ganz kurz hier Fotomodus. Aber bei ist ja schon Nacht. Nachtigall, das geht ja gar nicht mehr. Na doch. Man sieht sie definitiv richtig leuchten. Geil. Oh ja. Oh, und wie die leuchten. Ist das geil, Alter. Ist schon ein krasser Effekt. Ist schon echt, echt krasser Effekt. Gutchen, dann würde ich mal sagen, an der Stelle beenden wir nochmal die Aufnahme. Und dann würde ich mal sagen, bis zur nächsten Folge, die dann irgendwann mal kommt.